Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir wieder ein Handy zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma Nokia. Und zwar ist es das Nokia 5.4. Sieht schon mal super aus, aber doch was kann. Schauen wir mal. Und wie ich schon erwähnt habe, haben wir hier das Nokia 5.4 zur Verfügung gestellt bekommen. Also ein Leihgerät. Muss ich leider wieder zurückschicken, weil ich persönlich vorab finde es schon mal ziemlich geil, das Gerät. Wir schauen uns erstmal an, was in der Verpackung noch enthalten ist. Einmal die SIM-Kartennadel. Dann natürlich jede Menge Lektüre. Anleitungen in verschiedenen Sprachen, also Kurzanleitung. Außerdem enthalten ein Netzteil und das Kabel zum Aufladen, USB-Kabel, also Standard. So, nun schauen wir uns das Handy mal an. Wir legen das mal auf Seite. Das Handy kommt mit einer Farbe, die nennt sich Polar Night. Ist natürlich schon wieder ein bisschen schmutzig. Ja. Ist ein bisschen anfällig gegen Schmutz. Ja. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus. Das Display besitzt eine Größe von 6,39 Zoll, was auch relativ groß ist. Ja, pim pim, okay. Die Größe entspricht 16,23 in der Diagonale, also 16,23 cm in der Diagonale. Das Display ist ein HD+-Display. Ja. Außerdem besitzt das Gerät was ganz Interessantes, und zwar eine Dualkamera mit mehreren Kameras. Die hier oberen Kamera, hier oben rechts im Bild, also hier oben links im Bild, löst mit 48 Megapixel aus. Die Kamera hier mit 2 Megapixel. Dann müsste normalerweise diese Kamera hier mit 5 Megapixel Weitwinkel. Und dann haben wir nochmal eine 2 Megapixel für die Makrofunktion. Zu den Bildern. Am Ende des Videos werde ich noch mal ein paar Beispielbilder zeigen, die mit diesem Gerät gemacht worden sind. Die Kamera verfügt über einen 10-fach-Zoom mit LED-Blitz von Carl Zeiss. In dem Gerät werkelt ein Snapdragon 662 mit dem Betriebssystem Android 10. Arbeitsspeicher sind verbaut 4 GB. Interner Speicher 128 GB stehen zur Verfügung, um irgendwelche Sachen zu speichern, Videos, Bilder etc. pp. Das Gerät verfügt über einen Dual-SIM-Slot, wo die Dual-SIM-Karte reinkommt. Außerdem hat es einen NFC-Modul, einen Fingerprint-Abdruck, also der befindet sich hier hinten, um das Gerät zu entsperren. Der Akku ist 4000 mAh groß oder stark. Das Gerät wiegt zusammen mit dem Akku 180 Gramm. Die Laufzeit des Akkus beträgt laut Hersteller 2 Tage. Nun schauen wir uns das Gerät mal an. Hier oben befindet sich der übliche Klinkenanschluss für Kopfhörer. Hier an der Seite die laut-leise Wippe. Die Taste, um das Gerät zu aktivieren. Auf der unteren Seite befindet sich der Lautsprecher. Der USB-Anschluss zum Aufladen, ein kleines Loch fürs Mikro. Auf der linken Seite haben wir hier die Funktionstaste, um verschiedene Sachen aufzurufen, wie ein Sprachassistent und so weiter und so fort. Hier auf der Seite haben wir den SIM-Karten-Slot. Nun machen wir das Gerät mal an. So, wie ihr seht, sieht das schon mal sehr schön aus. Hier ist die Frontkamera, der Rand ist auch sehr klein gehalten. Hier unten ist er etwas breiter. Ja, so sieht die Notch aus. Okay. Kamera. Ihr seht, geht das auch relativ zügig. Ablehnen. Ja, okay. Wir wollen jetzt keine Apps. So sieht die Kamera aus. Was interessant ist, sehr viele Einstellmöglichkeiten. Nachtmodus. Und hier hat man dann so ein Zeitraffer, Zeitlupe, Porträt, Video,
Kinomodus. Der Kinomodus, den finde ich persönlich sehr interessant, weil man im Kinomodus relativ viel einstellen kann. Wie man es jetzt hier zum Beispiel sehen kann, kann man hier den ISO-Wert ändern, die Belichtungszeit und. Also relativ viele Einstellmöglichkeiten. Ja. Dann schauen wir uns jetzt mal die Apps an, die vorinstalliert sind. Und zwar sind folgende Apps vorinstalliert, klar. Kamera, Foto, Map, Mail und Uhr. Ist auf so einer Favoritenliste, das sind so Vorschläge. Dann sind noch installiert Amazon, Sprachassistent, Chrome, Drive, die Duo-Kamera, Einstellungen und Vibe Manager, um die Programme zu, also nicht die Programme, um die Dateien zu sichern oder zu verschieben oder zu kopieren und so weiter. Dann das FM-Radio, was natürlich nur geht mit dem Kopfhörerkabel. Fotos, Google Mail, Google selber, Google One, Google Play, Hintergrund, Kalender, dann hier die Kamera, Kontakt, Maps, Messenger und My Phone. Dann haben wir hier noch Netflix, News, Notiz, Play Film, Play Store, Podcast, Rechner, Telefon, Uhr, YouTube, YouTube Music. Wir schauen uns jetzt auch direkt mal YouTube an. Mal gucken, ist das jetzt in der hellsten Stufe? Ja. Also ich mache jetzt mal die hellste Stufe, damit ihr auch direkt mal einen Eindruck habt. Also wie ihr seht, performancemäßig ziemlich gut. Wir befinden uns jetzt im Wi-Fi-Netz. Und zwar schauen wir uns mal den besten Kanal überhaupt an. So. Falls noch nicht geschehen, den Kanal müsst ihr definitiv abonnieren. Weil sonst verpasst ihr gute Videos. Ja, das ist jetzt mein Kanal, wie ihr seht. Ja, dann schauen wir uns mal ein Video an. Ja, kommt natürlich erstmal Werbung. So, so. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder Dinge unter dem Mikroskop. Also seid gespannt, bleibt so. Dran. Und viel Spaß beim Zuschauen. Und wie ihr seht, kann man das Handy ein bisschen ranzoomen. Originalgröße, kleine Größe. Also, ich finde das Handy ist sehr gut. Auch vom Ton her, von der Bildqualität her, muss man sagen. Ups. Ja. Sieht auch sehr gut aus. Der Ton. Ja. Ton sehr laut. Es war ein bisschen blechig, also jetzt nicht so. Vom Bass her so relativ kräftig, aber noch akzeptabel. Man kommt natürlich sehr schnell heraus aus der App. Ja. Also im Großen und Ganzen, von der Performance her, muss ich sagen, top. Dann haben wir hier Netflix, können wir jetzt nicht öffnen wegen Urheberrechtsverletzung. Google, nein danke, anmelden tun wir uns nicht. Ja. Gehen wir mal. Irgendwann ein. Ja, funktioniert auch sehr gut und flüssig, wie man sieht. Google Maps, nein, anmelden wollen wir uns nicht. Geht auch sehr gut. Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem ein bisschen geholfen. Falls ihr Bock habt, das Handy zu kaufen, gibt es bei Amazon für 199,99 €. Von mir aus eine Top-Empfehlung, super Gerät, also man kann es gut im Alltag gebrauchen. Kamera super gut, Performance gut, also für das Geld kann man nichts falsch machen. Link unten in der Beschreibung, könnt ihr dann das Gerät gerne kaufen. Es ist ein Affiliate-Link, damit unterstützt ihr mich. Das Gerät wird jetzt dadurch nicht teurer oder sonst irgendwas. Ich kriege nur eine kleine Provision davon, also an eurem Preis ändert sich nichts. Aber ihr unterstützt damit meinen Kanal ein bisschen, dass ich weitere Videos drehen kann. Und falls ihr Lust habt, unten ist auch noch ein Link, da könnt ihr mir gerne mal einen Kaffee ausgeben. Mit dem Geld unterstützt ihr mich auch, indem ich dann Produkte kaufen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen
und hoffe, ihr habt den Kanal abonniert und ciao, bis zum nächsten Mal.